So, und dann damit herzlich willkommen zu Runde 3 des deutschen Splatoon-Pokals. Wir sehen jetzt das Match Hardcore Noobs gegen Raging Phoenix. Mit dabei ist der gute Nolle, den habt ihr vielleicht schon einmal hier gehört. Ist jetzt ein zweiter Auftritt hier als unser Kommentator-Tryout. Und ja, leg los. Ja, hi, ich bin der Typ, der mal wieder dazwischen quatscht. Genau. Mehr Info gibt's nicht, mehr bin ich nicht. Ja, also, dann, wenn es nichts mehr weiter zu dir gibt, schauen wir mal auf unsere erste Map für heute. Rainmaker auf dem Highwood-Hafen. Das ist eine sehr, sehr längliche Map, wo man aber jedoch sehr, sehr schnell auch sehr gut zum gegnerischen Goal kommt. Ja, länglich Specials ist hier. eine Geschichte. Das Problem ist einfach, weil es gibt halt die drei Geraden. Und auf einer Geraden ist man, wenn man nicht abbiegen muss, relativ schnell. Dementsprechend, Genau. es gleicht sich, seine Länge gleicht sich durch seine einfach, naja, wenigen Hindernisse in Richtung geradeaus zum Ziel aus. Eben. So, Dementsprechend kann und es schnell zum Ende kommen, aber das ist halt abhängig davon, wie der Anfang abläuft. Das kann sich zum schnellen das ist wahr. Stalemate à la Frankreich-Deutschland entwickeln. Oder es kann natürlich ganz schnell durchrutschen. Absolut. Wir schauen jetzt aber direkt nicht so. Oh, Double Sploosh hier auf der Seite von den Hardcore-Noobs. Das ist natürlich sehr gewagt. Man hat natürlich eine hohe Aggressivität und kann auf jeden Fall sehr schnell hier zum Pop holen und wie du gerade gesagt hast, schön durchziehen. Ja, haben schon direkt den ersten Pop, wie man hier sieht. Die gehen ja direkt und ja, die machen direkt erstmal Chaos Aber auf die den machen richtig Druck hier. und Drei dann als Down. Erstes Last Man Standing. Jetzt nur noch die Despair und Und sie das sind wieder wiped. erledigt. Jetzt Jetzt können die war Hardcore genau Noobs das, was direkt ich durchgehen. angekündigt habe. Das kann so schnell durchrutschen hier. Jetzt versucht der Charger hier was, klappt nicht ganz. Smith macht noch ein paar Punkte und bei 14 bleibt es hängen. 14 ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfangspush. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, Aber Smith natürlich daran auf sieht man mal Position wieder, die versuchen, das Double Ding Sploosh irgendwie. hier in Operation Goldfisch ist natürlich ein klasse Pick. Auch wenn sie jetzt Ja, ein wenig zu sehr reinlaufen. gerade am Anfang ist so close quarters und dann so eine Waffe zu nehmen, die einfach, naja, da dominiert, und vor allem zwei davon, ist natürlich sehr zerstörerisch, wenn man aggressiv ist und es klappt. Aber jetzt versuchen sie scheinbar ein bisschen zu aggressiv zu sein und werden weggepickt. Okay, Rainmaker geht wieder in die Hardcore-Noobs und die scheinen sich auch wieder vorwärts zu bewegen, aber Und unser da kommt auch schon der Rainmaker-User fette selber meinte, Laser. nein, nicht mit mir, der bleibt da hinten sitzen. Ja, sehr schön. Gut verteidigt auf jeden Fall von Delta mit der Stingray. Jetzt muss Raging Phoenix natürlich erstmal hier aus ihrer eigenen Hälfte Tobi schlägt von rauskommen. hinten und Delta merkt es nicht und da hat sie ihn erledigt und das ist freie Bahn mit Rainmaker zum Ziel. Kommt er jetzt noch rechtzeitig an der Brio? Und Nee, das war komm nicht. ganz stark gespielt von Hardcore-Noobs. Das ging ja schneller, als ich hier überhaupt Erwartet habe? Ja, ich reagieren auch. konnte. Kogigo kommt mit dem Flank und bricht einfach durch. Er wurde nicht gesehen, hat sich durchgesneakt wie der Ninja, der er ist, ey. Und Hardcore-Noobs haben heute mal wieder bewiesen, dass Rainmaker ihr Modus ist. Das ist ihr Modus, auf dem sie wirklich alles rasieren können. Ganz stark gespielt auf jeden Fall von Hardcore-Noobs. Stark begonnen, stark durchgezogen und stark beendet, definitiv. Also man hat gesehen, dass sie das definitiv geübt oder zumindest beherrschen können. Ja, und als nächstes kommt jetzt neu dazugekommen seit für jetzt diese DSP plus dem ne maybe der nächsten Season Turf War kommt jetzt, also ja, Standardkampf kommt jetzt dazu auf bestimmten Maps hier zum Beispiel eben in diesem Turnier vier Shifty Stations, vier Wandelzonen. Und eine davon ist jetzt, wird jetzt tatsächlich gespielt, die eingesperrte Liebe. Und kannst du uns ein bisschen was zu der sagen? Also abgesehen davon, dass es na gut, halt eine Splatfest Turf War Map ist. Naja, also erstmal, wir haben eine relativ große Gegend, viel zu färben. Es kann eine Weile dauern, hier alles voll zu Klecks zu kriegen. Und sie besteht zum Teil aus Gebieten, die abgegrenzt werden. Jeweils eine in der Nähe vom eigenen Spawn und eine in einer, halt, die in der Mitte positioniert ist. Die beste Strategie wäre dann natürlich zu versuchen, die gegnerische Zone irgendwie einzunehmen und sie zu verteidigen, dass sie eingekapselt wird und dann halt die Mitte zu halten.
Das kann allerdings auch in die Hose gehen, wenn man dann erledigt wird kurz vorher und dann halt Teammitglieder fehlen, die dann die eigene Zone verteidigen könnten. Das muss man also überlegen, ob man das machen. Ja, vor allem, was ich auch sehr oft jetzt schon gesehen habe, wenn man eben aus dieser Kuppel rauskommen möchte, kann man sehr leicht abgecampt werden, weil der Supersprung zu diesem einen Punkt, wo du dann eben herausspringst, ist natürlich sehr verwundbar. Da ist dann allerdings wieder die Sache, viele Leute nutzen natürlich das, weil es sich so anbietet, aber man darf nicht vergessen, letzten Endes kann man ganz normal springen. Teammitglieder, Spawn, alles erlaubt. Es hängt immer davon ab, wie sieht die Situation am Landepunkt aus, und man weiß ja, wo man landet. Es kommt einfach darauf an, wie gut kann man die Situation einschätzen, und bei meinem Fall wäre es Glück, weil da kann noch so viel Farbe von mir sein. Irgendein Gegner wird sich da reinschleichen, plötzlich mich genau dann erlegen, sobald ich dort lande. Genau. Naja, auf jeden Fall, jetzt warten wir nur noch auf den letzten von Raging Phoenix, der sich jetzt dazu entschieden hat, was er spielen möchte. Wir sind natürlich gespannt, was beide Teams jetzt spielen werden. Gerade Turf War haben wir jetzt noch nicht so oft hier gesehen. Dementsprechend ja, man kann erwarten, dass da sich vielleicht was ändert von dem Teamaufbau. Wir hatten ja beim einen Team, also jetzt bei den Phoenix, einen Charger gehabt. Vielleicht packt er den jetzt weg. Okay, er hat ihn gegen einen anderen Charger ausgetauscht, der einen Turf War ein bisschen mehr bringt. Das ist ein sehr interessanter, aber sehr löblicher Pick. Also den Sipiator sieht man nicht oft. Und es ist schön, den hier mal ein bisschen zu... Oh, und da ist schon der erste Kill. Jetzt muss ich wieder anfangen, dazwischen zu reden. Der Sipiator sollte man wirklich nicht unterschätzen, gerade in Turf War, weil es sehr viel Close Quarters ist. Und gerade in Turf War. Und wenn du da einen Charger hast, der halt sehr schnell auflädt und gerade im Nahkampf gefährlich ist, ja... Und man sieht hier auch wieder, die Hardcore-Noobs haben versucht, das gegnerische Gebiet einzunehmen und hat nicht ganz funktioniert. Wir sind jetzt also wieder bei relativ neutralen Begegnungen. Die Mitte ist ziemliches Hin und Her von den Farben. Da kommt ein Regen von Redwood und Reese und Ellie, mein Nerd. Wir gehen einfach durch, was Reese jetzt vermutlich bereuen wird. Und ja, Kogigo direkt geht in den Angriff über und Redwood kommt darauf auf und Ellie erledigt ihn jetzt. Ja, genau. Und wir sehen schon wieder, die Hardcore-Noobs wollen wieder zurück in die gegnerische Zone, haben es aber leider nicht so ganz geschafft. Und jetzt hat Raging Phoenix hier auf jeden Fall einen Vorteil. Sehr schöner Kill von Ellie hier erneut. Und Hardcore-Noobs macht jetzt aber natürlich links die Eindämmung da dicht, dass da halt wirklich keiner durchkommt. Und das sieht eigentlich relativ... wobei Raging Phoenix will es jetzt nochmal witzen. Einer geht jetzt rein. Die werfen mit Booyah hin. Smith hat es erledigt. Und jetzt kommt die Plattform herunter. Die Kuppel. Schöner Doppelkill hier von Ellie wieder. Die ja wirklich ein solides Spiel abgibt und jetzt auf jeden Fall sehr weit in den gegnerischen Spawn sich einnistet. Ja, und genau, sie lassen die Zone einfach so sitzen mit der Booyah-Bomb, die sie noch reingeworfen haben. Das ist einiges an Farbe, die sie damit noch hinterlassen konnten. Also die Hälfte von der Gegnerzone ist somit übernommen worden zumindest, während sie jetzt versuchen, die Hardcore-Noobs zurückzudrängen, was sehr gut funktioniert. Der Jet von Delta, genau, versucht hier Druck aufzubauen. Kogigo versucht sie irgendwie vorbeizuschleichen, aber Ellie und Cartwright wollen damit nichts zu tun haben und da hat sie noch erledigt. Genau, also wirklich sehr, sehr gut gespielt von Raging Phoenix bis hierhin. Sie haben hier wirklich absolute Kontrolle über die gesamte Map und Hardcore Noobs kommen hier nicht so wirklich rein, wobei jetzt haben sie sich ein wenig zurückgebracht. Hardcore Noobs versucht, dies zu holen, aber klappt nicht ganz. Kogigo rennt jetzt in die Mitte rein und versucht. Ellie ist noch drin. Also wir haben Ellie und Kogigo beide in der... Nee, McJohnny und das war's. Die Hardcore-Noobs konnten sich sogar die Mitte sichern. Die Mitte gehört den Hardcore-Noobs damit. Aber sie haben nicht komplett gefärbt, oder? Nee, sie gehen alle raus. Da fehlt noch ein Stück. Na gut, sie müssen sich auch versuchen, jetzt ihren eigenen Spawn. Ja, und das ist das, was ich meinte. Die Raging Phoenix können hier wirklich diesen Rum abcampen. Genau. Und sie gehen jetzt bis tief in den Spawn rein mit Reese, der es ja aber leider ein bisschen übernommen hat. 12 Sekunden noch zu spielen. Oh, jetzt muss Hardcore nicht wirklich gegenarbeiten. Smith rennt in den Gegner-Spawn, die holen ihren eigenen Spawn zurück. Das kann jetzt nochmal richtig eng werden. Delta ist überwältigt worden, ganz schnell. Smith versucht sich hier zu halten, während Redwood dann noch Cartridge wegholt. Und das sieht nicht gut aus für Raging Phoenix. Oh, absolut nicht. Hardcore-Noobs haben sich hier super zurückgeschlagen. Sieht sehr Hardcore-Noobig aus. Und das ist sogar der Sieg für die Hardcore-Noobs. Ganz starkes Comeback. Da haben die das noch zurückgeholt. Auch wie ein schöner aber Beweis. Ja. Oh, Ellie? Ellie ist deceit. Oh, seit wann? Ich glaube nicht rechtzeitig. Absolut nicht. Mir ist generell vorher schon aufgefallen, dass nach der ersten Runde einer gefehlt hat. Er war nicht mehr in der Lobby. Ich weiß bloß nicht, wer.
Das ist jetzt die Frage, ob das eine Rolle gespielt hat, weil das kann gut möglich sein, dass wenn sie jetzt gegen in den letzten 20 Sekunden nur noch zu dritt waren und einer fehlt, dann kann das dafür gesorgt haben, dass sie nicht mehr lange hingehalten wurden. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Vor allem, weil sie so ein sehr starkes Game abgegeben haben, die ersten zwei bis zweieinhalb Minuten. Die haben wirklich die Hardcore-Noobs nicht an sich rangelassen. Ja, dieser Fast-Wipe oder was ein ganzer Wipe so, jetzt nach der zweiten Eindämmung? Oder waren einige Wipes, du, also... Ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, ob die Hardcore-Noobs da dann komplett weg waren, das habe ich jetzt kurz einen Überblick verloren. Nachdem sie die Mitte geholt haben, waren sie auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang weg, also ich glaube, das war schon Full-Wipe. Also, wenn da jetzt alle noch da gewesen sind, das hätte doch vermutlich was geändert. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob Ellie da zu dem Zeitpunkt schon weg war oder nicht, also... Ich genau, bestimmen, ob das jetzt wirklich Auswirkungen hatte, kann ich an der Stelle jetzt leider. Naja, ist trotzdem sehr ärgerlich. Ja, das ist wirklich schade. Na gut, aber dann ist ja noch nicht vorbei, ne? Ja. Wir können ja hier jetzt noch was reißen bei Herrschaft auf dem Flunderfunpark. Genau, auch wieder eine sehr schöne Map. Sehr große Zone in der Mitte, die natürlich danach schreit, umgefärbt zu werden. Und gerade so ein Bombrush zum Beispiel oder eine Coolkugel, die können hier natürlich ordentlich was einfärben. Besonders wichtig ist, dass man versucht, die Umgebung zu nutzen. Also Wände zum Hochklettern, zum sich dahinter verstecken. Ein Bombrush kann theoretisch auch einfach hinter der Wand hocken bleiben und senkrecht nach oben werfen für verzögerte Explosionen. Ist alles möglich. Man kann aus vier verschiedenen Richtungen kommen, wobei aus den vier Richtungen zwei von denen noch ein bisschen bedroht sind, dadurch, dass der Gegner da einfach hochklettern kann. Ja. Es kann ein bisschen chaotisch werden, je nachdem, aus welcher Richtung gepusht oder aus welcher Richtung geflankt wird. Absolut. So, und die Hardcore-Noobs brauchen noch ein, zwei Sekündchen, bis sie ihre Waffen ausgewählt haben. Und auf jeden Fall haben sie hier deutlich den Vorteil jetzt mit den zwei Siegen, dass... Wenn sie jetzt noch einmal siegen, haben sie das Set theoretisch mit mehr Wins als Raging Phoenix abgeschlossen und das ist doch immer löblich, wenn das passiert. So, dann hat sich das Team von den Hardcore-Noobs nicht großartig verändert und Phoenix ist zurückgegangen zum Charger, dem Zielkonzentrator, um genau zu sein. Ist das, oder ist das, nee, ist nicht Rylex, ist ein ganz normaler. Er möchte gerne seinen Laser haben. So, ja, da geht es auch schon wieder los. Genau, was ich meine. Kogigo hier direkt am Flanken, versucht jetzt Delta und die anderen wegzuholen. Geht in Angriff rüber, Cartridge hat erwischt. Delta aber flieht und kommt gerade so noch weg. Aber das hat dafür gesorgt, dass Hardcore sich die Mitte holen konnte. Ja, Kogigo hat ganz stark hier geflankt und konnte so sehr, einen sehr wichtigen Pick holen und die Raging Phoenix gut Delta zurückdrängen. Delta direkt mit dem Laser versucht jetzt wieder seine Memes rauszuhauen, aber klappt nicht. Und oh, da hat's Ellie erledigt. Kogigo, passt auf, dass hier nichts durchkommt. Bis schön, Delta mal, nope, du verschwindest hier bitte. Ja, schöner Snipe von Delta hier. Der hier vielleicht ein wenig zu aggressiv steht, denn alles um ihn herum ist noch in gelber Farbe gefärbt. Und ja, jetzt springt er auch natürlich raus, um seinen Stingray zu nutzen. Und das Team reagiert drauf. Okay, Ellie mit dem Flank und Kogigo mit dem... Natürlich sehr schöner Kill mit der Stingray. Er hat mal den Flankception, irgendwie. Er hat den Flank geflankt. Aber es ist jetzt ganz schwer für Raging Phoenix. Sie haben nur noch 7 Punkte. Gott. Und das sieht nicht gut aus. Und Hardcore Noobs könnte das von 100 auf 0 runterpushen. Und sie haben es geschafft. Einfach durchgedrückt. Von Anfang bis Ende. Keine Chance gelassen. Ja, wirklich, wirklich ganz souverän von den Hardcore Noobs hier runtergespielt. Von Sekunde 1 an waren sie hier deutlich im Vorteil. Ja, und das ist natürlich sehr ärgerlich für Raging Phoenix. So, gut, aber als letzte Map für dieses heutige Set haben wir Turmkommando auf dem Korallenviertel. Auch sehr interessante Map. Gerade wenn man pusht, die linke Flanke ist sehr angreifbar. Deswegen so ein ganz gewöhnlicher Tentatec-Klexer kann da natürlich wahre Wunder wirken. Was sagst generell, du zu dem Map? Generell viele Waffen, die in der Lage sind, von höher gelegenen Orten viel Schaden zu verursachen oder einfach nur sich Assassin's Creed-mäßig runterzustürzen, haben an dieser einen Ecke, wo der Balkon lang geht, einen sehr großen Vorteil, wenn der Gegner nicht drauf aufpasst und da jetzt provisorisch schon mal eine Bombe hochwirft oder hochschießt oder einfach mal aufpasst, dass da nichts ist. Ja.
Generell gibt es dort auch viele Möglichkeiten, den Turm von allen Ecken anzugreifen. Die Brücke geht, der Balkon geht, von vorne geht immer. Und wenn jemand gerne flanken möchte, er kann einen langen Weg gehen und sogar von hinten kommen. Ja. Der einzige bisschen Schutz vom Gelände, was man dann beim Turm bekommt, ist der Baum, der da im Weg steht. Aber der ist auch teilweise ein bisschen behindert für manche Waffen. Na gut, also sie können sich vielleicht noch einen Punkt holen. Also gucken wir mal, wie es hier anfängt. Der Turm startet ja unter der Brücke. Also gucken wir mal, wie sie sich jetzt um diese Brücke drumherum bewegen werden. Große Veränderung von den Teams sehen wir hier jetzt nicht. Sie sind so ziemlich beim gleichen geblieben von der letzten Runde. Sind sich alle sehr sicher, dass das diesmal funktionieren wird. Ja. Auf beiden Seiten sieht man natürlich eine Version des Klexers. Mit der kann man natürlich nie was falsch machen. Das ist eine Basic-Waffe. Und wie schon gesagt, über links kann man damit sehr gut verteidigen. So, Corrigan fängt wieder mit seinen Flanks an gegen Reese. Hat nicht geklappt. Reese verteidigt das hier wunderbar. Und McJohnny meint, oh nein, du hast ihn erledigt. Aber nein, mehr als eine Bombe werfen tut er damit aber auch nicht. So, Reese hat jetzt Blut geleckt, geht direkt in den Angriff rüber mit seiner Armor und meint, hier bitte, kriegst du eine Dragon Ball-Referenz. Die Booyah-Bombe war sehr schön von Reese. Die hat natürlich ordentlich gesessen. Und jetzt kommt das, was ich meinte. Die Angriffe von allen Seiten. Na, Smith mit der Booyah hat nichts gebracht, leider. Das Team hat da jetzt gut aufgepasst, als Delta sagte, ich werde hier angegriffen und da wird der Turm weitergeschubst und jetzt kommt der Angriff über den Balkon, wie angekündigt. Koigo mit den Flanks, so wie wir ihn kennen und holt sich Cartridge weg, da kommt erstmal eine schöne Laserwaffe, wie man es halt kennt von diesem Ding, wird von oben abgefeuert und damit wurde der Turm zurückgeholt und sie versuchen jetzt wieder ein bisschen die neutrale Position zu erarbeiten. Genau, hart genug. Sichert jetzt euch auf jeden Fall schon mal die linke Seite. Corio kann ja einen schönen Kill holen. Geht jetzt auch etwas offensiver rein. Hilft seinem Mate hier. Und die Hardcore-Noobs sind jetzt am ersten Checkpoint. Und können jetzt auf jeden Fall aufholen. Und man sieht jetzt, links wird auch so ein sehr akribisch drauf geachtet, dass da keiner durchkommt. Sehr schöner Kill hier vor dem Turm. Und die Booyah hat natürlich voll gesessen auf den Charger. Und so lange kommen die Hardcore-Noobs hier Richtung des zweiten Checkpoints und holen sich damit auch sehr gut die Lead. Auf jeden Fall sehr so, gutes Comeback von ihnen. Jetzt müsste Phoenix sich irgendwie versuchen, wieder vorwärts zu arbeiten. Redwood macht so viel Stress, wie er kann, um sie abzulenken, um Zeit zu schinden, dass McJohnny das vorwärts schubsen kann. Und das klappt halbwegs, bis Delta ihn weggeholt hat. Und oh, schöner Snipe von Delta. Koigo einfach so 90 Grad Flick weggeholt. Smith mit der Booyah. Versucht auch hier wieder ein bisschen Zeit zu schinden. Und, oh Gott, aber bekommt sogar zwei Kills. Ganz stark gemacht. Alter, ganz allein der Arme. Reese sprintet vorwärts, umgeben von Gegner hinter. Und das hat ihn auch direkt... Und der dritte hinterher. Und Delta jetzt von Smith auch noch weggeholt. Sieht jetzt nicht gut aus. Die Hardcore-Noobs pushen jetzt wieder den Turm vorwärts. Keine Checkpoints mehr. Sie können also einfach weiterfahren Richtung Ziel. Ellie beim Balkon holt sich Redwood und Reese hat es dann jetzt aber durch Kogigo erledigt. Der direkt Delta auch noch wegschnappt. Ellie mit dem Jet ganz alleine kann da hinten leider auch nichts mehr großartig machen, während McJohnny einfach weiterfährt mit seiner Rüstung. Ja. Und das sieht kann sehr nach einem K.O. für die Hardcore-Noobs. Oh, wobei, ein Push... noch vom Ziel wegen Reese. Reese steht drauf. Reese hat es in der letzten Sekunde noch geschafft zu saven. Ganz Smith guter, ganz starker Play. Jetzt können Smith sie vielleicht nochmal zurückkommen mit dem K.O. Ein Punkt ist immer noch nicht Sieg, das ist, können sie immer noch umdrehen, solange sie es sicher spielen. Ellie hat es von Smith erledigt, Cartridge beim Fluchtversuch leider auch. Kogigo weggesniped und jetzt ist Delta wieder ganz allein. Und der schafft es nicht mehr rauszuspringen, der Arme. Ja, man merkt hier ganz stark, Smith macht hier wirklich einen sehr, sehr guten Job in diesem Match. Er kann sich viele Picks holen, kann seinem Team sehr viel Platz verschaffen und vor allem Zeit, das ist sehr gut. Jetzt drei beim Turm von den Raging Phoenix. Die Booyah, die hat gesessen und nochmal zwei weitere Kills. Man merkt auch schon, oben an dem Killcounter 17 Kills vom Profi-Klexer. Delta, letzte Hoffnung mit seiner Stingray, die vom Turm runterzuschubsen, dass sie da gefälligst wegbleiben. Er meint, das ist mein Turm, runter da. Und Kogoni hat es nicht respektiert, dass der Laser viel Schaden verursacht. Und jetzt sieht es aber danach aus. Oh, immer noch nicht. Es ist immer noch kein K.O. Delta gegen Kogigo. Jetzt hier auf dem Turm. Und Delta. Aber jetzt ist der K.O. angekommen und auf jeden Fall ganz starkes Game hier, vor allem von Smith, den muss man hier wirklich loben, er hat wirklich eine super Arbeit hier geleistet, aber generell die Hardcore-Noobs haben hier auf jeden Fall ganz klar ihre Dominanz gezeigt und ja, eigentlich ist es sehr schade für Raging Phoenix, dass sie das zweite Game, 18 Kills, sehr schön gemacht, Smith,
dass sie hier das zweite Game leider durch den DC wahrscheinlich verloren haben. Auf jeden Fall hatten sie das sehr gut gespielt. Trotzdem sehr starke Leistung von den Hardcore-Noobs. GGs an beide Teams. Und ja, das war's mit der Runde 3. Wir sehen uns dann gleich wieder zur nächsten Runde.